Willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Herwig Juster und heute sprechen wir über die verschiedenen Typen von Polyphenolamid, kurz PPA. Wie ihr bereits auf der Titelfolie erkennen könnt, gibt es bei den PPAs einen regelrechten Buchstabensalat und in den nächsten Minuten werden wir darauf eingehen, was jeder dieser Kombinationen genau bedeutet. Beginnen möchte ich mit dem allgemeinen Aufbau von Polyamiden. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen aliphatischen Polyamiden, teilaromatischen und vollaromatischen Polyamiden. Doch haben alle Polyamide eines gemeinsam, sie haben eine sogenannte Amidgruppe. Das ist hier dargestellt. Amidgruppe besteht aus einem Sauerstoff, welcher durch eine Doppelbindung an den Kohlenstoff gebunden ist, und einem Wasserstoff, der durch eine Einfachbindung an den Stickstoff gebunden ist. Wie kommt man nun zu einem aliphatischen Polyamid? Durch die Kondensationspolymerisation von aliphatischen Diaminen, zum Beispiel Hexamethylendiamin, HMDA, und einen aliphatischen Dicarbonsäure, das kann zum Beispiel Adipinsäure sein, Sepacinsäure oder Dodekansäure. Das ist jetzt hier auch nochmal dargestellt. Wir haben auf der einen Seite das Diamin, das kann zum Beispiel das Hexamethylendiamin sein, auf der anderen Seite die Dicarbonsäure, zum Beispiel die Adipinsäure. Also wenn ich jetzt ein PA66 habe, das X bezieht sich immer auf die Kohlenstoffatome vom Diamin und das Y auf die Kohlenstoffatome Atome von der aliphatischen Kette der Dicarbonsäure. Das heißt, hier bekommen wir auf 6 im Thiamin und 4 in der Hauptkette von der Dicarbonsäure plus die 2 Kohlenstoffatome mit der Doppelbindung, ist in Summe dann 6. Kurz zur Factbox von aliphatischen Polyamiden. Sie sind teilkristallin und stark polar. Wir haben Nebenvalenzkräfte, also hauptsächlich Wasserstoffbrückenbindungen, welche eine Erhöhung des Gasübergangsbereiches bewirken, das heißt Erhöhung der Gasübergangstemperatur. Wir haben eine gute Mechanik, wir haben eine hohe Zähigkeit, aber auch eine hohe Wasseraufnahme, was auch eingangs erwähnt mit der Polarität zusammenhängt. Nun kommen wir zum allgemeinen Aufbau von Polyphenolamiden. Also laut ASTM D5336 definiert man Polyphenolamid PPA wie folgt: ist ein Polyamid, bei dem der Bestandteil von Terephthalsäure oder Isophytalsäure oder eine Kombination der beiden Säuren mindestens 55 Molprozent des Dicarbonsäureanteils von der sich wiederholenden Struktureinheit in der Polymerkette ausmacht. Das heißt, was jetzt sehr sperrig formuliert ist, laut ASTM, ist hier nochmal einfach dargestellt. Das heißt, wir haben, wie besprochen, die aliphatischen Polyamide, da haben wir 0% Dicarbonsäureanteil. Wir können den erhöhen, dann haben wir schon ein Teil aromatisches Polyamid, aber es ist noch kein PPA, weil wir noch unter 55% bleiben. Wenn wir jedoch dann die 55% erreichen, haben wir ein Teil aromatisches Polyamid, welches als PPA bezeichnet werden kann. Und natürlich kann ich auch 100% den Anteil auf den Dicarbonsäureanteil auch auf 100% erhöhen, dann habe ich ein vollaromatisches PPA. Das heißt, von aliphatischen Polyamid zum teilaromatischen Polyamid erfolgt durch die Polykondensation von einem zum Beispiel aliphatischen Diamin, das kann das Hexamethylendiamin sein, und eine aromatische Dicarbonsäure, zum Beispiel die Phytalsäure, welche jetzt einen Aromatenring besitzt. Das heißt, das Kernelement eines PPAs ist eigentlich der Einbau einer aromatischen Ringstruktur. Das ist jetzt auch nochmal hier dargestellt. Wir haben das Polyphenolamid PPA mit einem aromatischen Rest in der Dicarbonsäure und einem aliphatischen Rest im Diamin. Und der aromatische Rest, was kann das jetzt sein? Das kann eine Terephthalsäure sein oder zum Beispiel eine Isophytalsäure. Und Terephthalsäure wird auch als TPA oder einfach nur mit T abgekürzt und Isophytalsäure kurz IPA oder einfach mit I abgekürzt. Und der aliphatische Rest, das ist einfach, was wir schon vorher besprochen haben, das können aliphatische Diamine wie der Hexamethylendiamin sein. Okay, kommen wir nun zur Modellierung von PPA mittels Kohlenstoff, Stickstoff und Sauerstoff. Das heißt, wir beginnen mit einem Polyamid 6,6. Es hat auf der einen Seite das Hexamethylendiamin mit den 6
Kunststoffatomen und auf der anderen Seite die Adipinsäure, welche auch dann in Summe die 6 Kunststoffatome hat. Und wenn ich jetzt, und hier ist jetzt nochmal dargestellt auch die Amidgruppe, wo wir den Sauerstoff über Doppelbindung an den Kunststoff gebunden haben und den Wasserstoff über Einfachbindung an den Stickstoff. Und jetzt möchte ich ein PPA herstellen, um genau zu sein, ein 6T66. Das heißt, um jetzt ein 6T zu erhalten, beginnen wir wieder mit dem aliphatischen Thiamin, also mit dem Hexamethylenthiamin. Das sieht man hier, mit den 6 Kohlenstoffatomen. Und statt der Adipinsäure verwenden wir jetzt die aromatische Dicarbonsäure, in dem Fall die Phytalsäure. Das ist jetzt hier durch den Einbau dieser aromatischen Struktur. Und dann haben wir das 6T, aber noch immer noch kein 6T66. Das heißt, jetzt muss ich noch eine Kupolymerisation mit 66, mit einem Polyamid 66 durchführen. Dann erhalte ich dieses PPA. Wenn ich jetzt ein 6T6I66 haben möchte, also ein Terpolymer, brauche ich zusätzlich diese 6I-Bestandteil. Das heißt, hier beginnen wir wieder mit 6 vom Hexamethylenthiamin und hier bauen wir jetzt die Isophytalsäure ein. Das heißt, sieht man ganz deutlich, dass die Stellung der Carbonylgruppen auf 1,3 sich umgestellt hat. Und der Einbau von 6i hat auch den Vorteil, dass es zu einer Absenkung der Schmelztemperatur kommt. Das heißt, ich kann dieses PPA bei 280 bis 330 Grad Celsius maximal verarbeiten. Und der 6i-Bestandteil beeinflusst mir auch die Kristallinität des PPAs. Jetzt möchte ich zum Beispiel ein 6T-DT herstellen. Das ist das 6T haben wir schon kennengelernt mit der Terephthalsäure. Und beim DT, da wird anstelle des 6-Methylenthiamin ein 2-Methylpentamethylenthiamin eingesetzt, was mit D abgekürzt wird. Der wesentliche Unterschied ist jetzt, dass an der zweiten Stelle eine Methylgruppe sich befindet. Das ist einfach durch dieses 2-Methyl hier auch ausgedrückt. Und dann das T wieder von der Terephthalsäure. Dann Copolymerisation mit 6D, dann erhalte ich das 6T-DT. Ich kann natürlich auch kurzkettige PPAs herstellen, zum Beispiel ein 4T. Hier wird anstelle des Hexamethylenthiamin ein Tetramethylenthiamin verwendet oder Diaminobutan und wieder Terephthalsäure, um das 4T zu erhalten. Das heißt, ich kann sowohl kurz- aber auch langkettig, zum Beispiel ein 10T herstellen und hier wird das Hexamethylenthiamin durch ein Dekamethylenthiamin ausgetauscht, welches dann 10 Kohlenstoffatome in der Kette hat und wieder das gemeinsam mit der Terephthalsäure. Neben den PPAs gibt es auch die Polyacrylamide, welche auch als MXT6 bezeichnet werden. Und hier habe ich ein aliphatisches Thiamin mit einem Aromatenring. Das kann zum Beispiel das 1,3-Xylenthiamin sein und eine aliphatische Dicarbonsäure, weil bei den mal im Vergleich bei den PPAs haben wir ja ein aliphatisches Thiamin und ein aromatische Dicarbonsäure. Das ist jetzt auch hier nochmal dargestellt in der Modellierung. Das ist das MXD. Das ist jetzt das 1,3, also an der Stelle 1 und 3 Xylenthiamin. Und man sieht schon vom Aufbau her, es ist ein sehr großes, sehr, sehr sperriges Molekül. Okay, dann gibt es natürlich auch noch weitere PPA-Zusammensetzungen. Zum Beispiel auch Blends, wo ich ein PR66 mit einem 6IX vermische. Und das 6IX wird auch als amorphes PPA bezeichnet. Und solche Materialien dienen als Lösung zwischen PR66 und PPA. Das heißt, wenn ich nicht alle Temperatur- und Festigkeitseigenschaften von einem PPA benötige, jedoch das PR66 nicht mehr ausreichend ist, kann ich mir mit so einem Material helfen. Okay, hier sehen wir nun einen Eigenschaftsvergleich verschiedener gefüllter und ungefüllter PPAs. Und man sieht hier natürlich sofort beim klassischen aliphatischen PR66,
besitzt eine sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahme, also 2,5 bis 3,1%. Wenn man das jetzt vergleicht mit einem langkettigen PPA, einem 10T, das liegt hier bei 0,15%, und solche Materialien eignen sich daher auch sehr gut zum Beispiel für Lead-Free Reflow Solvering Prozesse, wo es dann zu keiner Bläschenbildung kommt. Wenn man sich auch anschaut, dass Para 30% Glasfaser gefüllt, weist schon einen sehr hohen Zugmodul auf, und dieser kann mit 50% auf über 20 GPa erhöht werden. Dann Eigenschaftsvergleich im Spinnendiagramm. Wir vergleichen jetzt nun ein 6T66, ein 6T6I66 und ein 6T6I. Und das 6T6I hat eine sehr hohe chemische Beständigkeit, sehr gute Dimensionsstabilität und auch eine sehr geringe Feuchtigkeitsaufnahme. Das heißt, die Feuchtigkeitsbeschränkung ist sehr hoch. Im Vergleich dazu, das 6T66 hat eine sehr hohe Festigkeit und auch bei guter Dehnung. Und das 6T6I66 hat eine gute chemische Beständigkeit, gute Dimensionsstabilität, aber eine sehr gute Dehnung. Und in der Verarbeitung, wir vergleichen mit dieselben drei Materialien. Das 6T6I fließt sehr gut, hat eine geringe Schmelzetemperatur und von der Kristallisationskinetik, es kristallisiert sehr schnell, das heißt, ich kann kurze Zykluszeiten realisieren. Und ich kann in der Werkzeugkühlung noch Wasser verwenden. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein PA66 Werkzeug habe, kann ich dieses PA6T66 in diesem selben Werkzeug noch verwenden. Im Vergleich dazu, das 6T6I hat eine sehr gute Schmelzestabilität und das 6T6I66 hat eine auch geringe Schmelzetemperatur und auch kristallisiert sehr schnell und fließt auch sehr gut. Jetzt noch die Vorteile von PPA im Vergleich zu anderen Hochleistungskunststoffen. Im Vergleich zur LCB einfach die bessere Bindenartfestigkeit zu erwähnen und die bessere dynamische Belastungsverhalten. Im Vergleich zu dem Polysulfon hat PPA eine bessere Chemikalienbeständigkeit und auch Spannungsrissbeständigkeit. Im Vergleich zum PPS hat das PPA eine höhere Zähigkeit und Dehnung bis zum Bruch und ein besseres dynamisches Belastungsverhalten. Wenn ich das jetzt auch vergleiche mit PA46, das PPA hat eine deutliche geringe Wasseraufnahme, bessere Dimensionsstabilität und die mechanischen Eigenschaften sind weniger durch die Feuchteaufnahme beeinflusst. Okay, somit sind wir am Ende des Videos angelangt. Ich verlinke euch noch meinen Blog Find Out About Plastics unten in der Beschreibung. Da könnt ihr auch noch mehr über Hochleistungskunststoffe erfahren, als auch das Seminar Hochleistungskunststoffe sind die so praktische Anwendung, welche ich gemeinsam mit dem VDI im Oktober dieses Jahr 2020 abhalten werde. Und natürlich auch den Kanal abonnieren, damit ihr keine der nächsten Videos über Hochleistungskunststoffe verpasst. Okay, danke für das Zusehen, eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal.